Ja, willkommen zu Glasklar eingetaucht, dem Videocast der Gelsenwasser AG. Und wir wollen uns ja immer mit Themen befassen, die nicht nur uns als Unternehmen interessieren, sondern auch die gesamte Branche, Versorgungswirtschaft. Wir befassen uns heute mit dem Thema Fachkräftemangel. Und das ist ein Thema, was uns sehr umtreibt, in der gesamten Branche mittlerweile. Haben wir ein Thema, also brauchen wir neue Ansätze, um Fachkräfte zu gewinnen? Wenn ja, wie sehen die aus? Suchen wir vielleicht falsch? Und müssen wir vielleicht Dinge an dem ändern, wie wir das Thema angehen? Müssen wir uns vielleicht auch ändern als Unternehmen und als ganze Branche? Das sind Dinge, die ich heute mit einer Expertin besprechen will. Ich bin sehr froh, dass Sibylle Stippler heute hier bei mir ist. Sie ist Leiterin des Clusters für berufliche Qualifizierung und Fachkräfte am Institut der Deutschen Wirtschaft. Und sie ist gleichzeitig auch Leiterin des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung und im Auftrag des Wirtschaftsministeriums dazu unterwegs. Liebe Frau Stippler, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind bei uns. Vielen Dank für die Einladung, Herr Bär. Ich freue mich auch, da zu sein. Und ich glaube, Sie haben schon ganz viel angesprochen in Ihrer Einleitung, wo es spannend ist, noch mal tiefer ins Gespräch zu gehen und hinzugucken. Wie ist denn die Lage? Sie erheben ja auch eigene Daten dazu. Haben wir als Versorgungswirtschaft ein Thema? Ja, haben Sie. Genau. Eigentlich so wie die gesamte deutsche Wirtschaft inzwischen. Also der Fachkräftemangel ist ja per se jetzt nichts Neues. Aber wenn wir auch auf aktuelle Zahlen gucken, sehen wir, dass die Lücke, also die Fachkräfte, die uns fehlen, gerade in Ihrer Branche ziemlich groß ist. Also man kann sagen, da fehlen mehr als 80.000 Menschen, die Jobs erledigen, die in der Gas- und Wasserwirtschaft anfallen. Von welcher Sorte, also welche Klientel, welche Tätigkeiten betrifft das? Das geht eigentlich quer durch die Qualifikationsniveaus. Also wir gucken uns das immer an Fachkräfte. Das sind Leute, die eine Berufsausbildung gemacht haben bei uns. Spezialisten, also Meistertechniker und Expertinnen und Experten. Das sind Leute mit einem akademischen Abschluss. Das Gros der Stellen, die ausgeschrieben sind, für die keine qualifizierten Fachkräfte zur Verfügung stehen, ist eben der Bereich Menschen, die eine Berufsausbildung gemacht haben. Die sind auch typischerweise vom Altersdurchschnitt etwas höher. Das heißt, hier ist es besonders so, dass das Problem sich noch weiter verstärken wird in den nächsten Jahren, wenn die sogenannten Babyboomer in den Ruhestand gehen. Aber bei den Experten ist der Mangel in ihrer Branche auch ziemlich groß. Also da fehlen uns auch viele Menschen, die Jobs erledigen, Projekte planen und umsetzen können. Das hatte mich sehr gewundert. Ich habe ja die Ergebnisse gesehen von Ihren Umfragen, die Sie so machen, oder von den Daten, die Sie erheben. Die sind auch von der Bundesagentur für Arbeit. Genau. Das heißt, sind öffentliche Daten. Mhm. Die Lücke betrifft nicht nur Ausbildungsplätze und Ausbildungstätigkeiten, sondern auch reine Experten oder, nehmen wir mal jetzt, Studienjobs. Es geht quer durch die Bank. So ist das, genau. Also wir arbeiten mit Daten der Bundesagentur für Arbeit. Wir haben da die IW-Fachkräftedatenbank aufgebaut, wo wir das sehr genau auch auf wirklich Einzelberufe runterbrechen können und anschauen können, wie ist da die Lage. Und das ist genau, wie Sie sagen, es fehlen Experten, es fehlen auch Führungskräfte. Ne? Also das ist ja auch ein Thema, was wahrscheinlich viele der Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt schon merken, dass nicht mehr so, sagen wir mal, dieser Ehrgeiz so da ist, wie vielleicht so in unserer Generation. Ich denke, wir sind so vielleicht ein Alter ungefähr, wo alle unbedingt in Führung gehen wollten und Karriere machen wollten. Das ist nicht mehr unbedingt so. Ja, und es gibt eben einfach viele interessante Optionen, die Leute wählen können. Da muss man sich als Unternehmen, als Arbeitgeber schon ein bisschen strecken, um die dann für sich zu begeistern. Ja. Jetzt habe ich eine Sache gesehen, da wollen wir auch mal auf die Umfrage angucken, die Sie gemacht haben oder die Daten, die Sie dazu erhoben haben. Mhm. Und das ist das Matching-Problem. Fand ich eigentlich eine sehr positive Botschaft erstmal, war mir auch so in der Form nicht klar. Was beschreiben Sie mit dem Thema Matching? Ja, das Matching, das beschreibt im Grunde hier an der Stelle den Ausbildungsmarkt, die Zahlen, die wir uns jetzt hier angucken. Also da geht es darum, dass im Grunde alle ausgeschriebenen Ausbildungsstellen besetzt werden könnten in ihrer Branche, weil es genug junge Menschen gibt, die sich dafür interessieren, eine Ausbildung zu machen. Und das ist eine sehr, sehr gute Nachricht, denn in ganz vielen Gewerken, wenn wir gerade so auf das Handwerk gucken,
da ist durch den Wertewandel, ne, die Eltern sagen, Kind, mach doch besser mal ein Studium, ne, wenn du es drauf hast. Da gibt es gar nicht mehr genug Bewerberinnen und Bewerber. In Ihrer Branche ist das anders. Da könnten theoretisch alle Ausbildungsplätze besetzt werden, aber Matching-Probleme, das passiert nicht. Woran kann das zum Beispiel liegen? Eine Möglichkeit ist, es gibt einen Bewerber, der sitzt in Gelsenkirchen und eine offene Stelle, die ist aber vielleicht in Freiburg. Gerade junge Menschen ziehen für die Ausbildung nicht quer durch Deutschland. Das zeigen auch viele Statistiken. Also die Mobilität ist da noch eingeschränkt. Also das ist vielleicht ein Matching-Thema, das liegt eher am Individuum. Aber es gibt auch Matching-Probleme, die Unternehmen beheben könnten. Und da geht es vor allem darum, welchen Idealkandidaten habe ich denn so im Kopf, wenn ich einen Ausbildungsplatz ausschreibe? Ne? Habe ich da so ein bestimmtes Notenlevel, was in der Vergangenheit auch immer ganz gut geklappt hat, dass ich mir die Besten da raussuchen konnte? Und muss ich das vielleicht nochmal überdenken und heute auch jungen Menschen eine Chance geben, die ich früher nicht eingestellt hätte? Nochmal vielleicht noch eine Ergänzung. Auch beim Mobilitätsthema kann ich natürlich was tun als Unternehmen. Ne? Wenn wollte ich gerade sagen, da viel mehr zur Mobilität habe ich auch gerade gedacht. Das ist vielleicht nicht lösbar, aber... Also je nach Tätigkeit ist vielleicht durch das Thema Videoarbeit oder visuelles Arbeiten noch der ein oder andere doch zu bewegen dazu. Auf jeden Fall. Das ist natürlich bei der Ausbildung schwieriger. Ne? Da müssen die jungen Leute schon vor Ort sein und das sind die Zahlen, die wir uns jetzt angeschaut haben. Aber man kann zum Beispiel beim Umzug unterstützen oder eine Forderung, die wir auch manchmal an die Politik richten, dass Studierendenwohnheime auch für Auszubildende geöffnet werden. Ne? Also dass das Thema bezahlbarer Wohnraum nicht mehr so groß ist. Oder auch den jungen Leuten einen Motorroller zur Verfügung stellen oder ein Elektroauto zum Teilen. Sowas gibt es alles. Also ich kenne Unternehmen, die das tun und die haben dann einen Wettbewerbsvorteil. Die anderen Möglichkeiten, also Sie haben das angesprochen, vielleicht müssen wir anders drauf gucken auf die Bewerber. Heißt das im Grunde die Ansprüche absenken oder heißt das, dass die vielleicht falsch sind im Vergleich zu den Tätigkeiten, die es heutzutage so gibt? Also Ansprüche absenken, es gibt ja gute Gründe dafür, dass man ein bestimmtes Niveau auch haben möchte bei den Beschäftigten und bei den Auszubildenden. Ich glaube, es geht, also es gibt so mehrere Stellschrauben, an denen man drehen muss. Sicherlich schon mal für sich auch hinterfragen, muss der Bewerber oder die Bewerberin an Tag 1 wirklich schon all das drauf haben, was ich jetzt hier in meinen langen Anforderungskatalog reingeschrieben habe? Oder gibt es da vielleicht auch Kompetenzen, die man gemeinsam entwickeln kann? Also mit Weiterbildung, mit Teilqualifikationen vielleicht auch, wenn ich mich dafür öffne, Quereinsteigerinnen und Einsteiger einzustellen. Also das ist sicherlich ein Punkt. Ich glaube, der allererste Schritt ist, dass wir uns wirklich alle bewusst machen, wir haben einen anderen Arbeitsmarkt als noch vor 10, 20 Jahren. Wir haben heute einen Arbeitnehmermarkt. Das heißt, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer suchen sich aus, wo sie arbeiten wollen und nicht wir als Arbeitgeber sieben erstmal kräftig und geben dann irgendwie jemandem den Pokal und sagen, hey, du darfst jetzt kommen. Und das erfordert einen Wechsel im Mindset und in der Haltung, mit dem wir auch in Bewerbungsprozesse zum Beispiel reingehen. Also nicht so, du darfst froh sein, wenn ich dir den Job anbiete, sondern eher so, hey, du bist der Arndt, ich bin die Sibylle, ich habe einen interessanten Job, du hast tolle Kompetenzen, gucken wir doch mal, ob das zusammenpasst. Okay, ich glaube, von der Kultur her ein ganz wichtiger Punkt, also die Art und Weise, wie man an die Menschen herangeht. Gibt es ansonsten auch Dinge, wo Sie sagen würden, wir haben herausgefunden, das ist wichtig für die Arbeitnehmer, die jetzt vielleicht gerade jünger ankommen, das ist nicht so wichtig, das sind Punkte, auf die achten die Menschen mehr, als sie früher geachtet haben. Ich habe gesehen, sie haben ja ganz viele Sachen, aber vielleicht, was sind so die wichtigsten? Ja. Also ganz oben auf der Wunschliste, was ist ein attraktiver Arbeitgeber, steht das Thema Sicherheit. Das überrascht oft, wenn ich darüber spreche, weil die meisten Geschäftsführerinnen, mit denen ich rede, denken so, ja, für Geld kommen und gehen die Leute. Ja. Aber das Thema, einen sicheren Job zu haben, und das ist ja ein Prä, was Sie in Ihrer Branche total haben, weil in der Tagesschau wird darüber berichtet, wie wesentlich das ist, auch um gesellschaftlich unsere Probleme zu lösen. Also Energiewende und so, das geht alles nicht ohne Ihre Branche. Und das ist ein Signal für junge Menschen, auch für deren Eltern, die eine ganz wichtige Rolle bei der Berufswahl spielen, dass man sagt, gut, das sind Jobs, die sind gefragt, die brauchen wir auch über den Tag hinaus und die werden wohl auch ganz gut bezahlt sein.
Aber, und das ist auch total wichtig, die Arbeitsatmosphäre spielt eine ganz große Rolle. Ne? Also ich will, also gerade so in Blue-Collar-Jobs, sagt man, also gewerbliche Beschäftigte, die wollen einen sorgenfreien Arbeitsalltag. Also einen cholerischen Chef, ne? Oder eine Führungskraft, die ihnen nicht zuhört, die nicht darauf achtet, dass die Arbeit fair verteilt ist. Das sind alles Dinge, die total abschrecken. Und ich glaube, dass wir da auch als Unternehmen nochmal gut dran tun, zu gucken, wie ist denn unsere Führungskultur, ne? Wie gehen wir um mit den Leuten? Haben wir das schon verinnerlicht, dass wir mitarbeiterorientiert führen sollten, damit die Leute eben auch zufrieden sind, gerne zur Arbeit kommen und dann im Idealfall uns auch als Arbeitgeberin, als Arbeitgeber weiterempfehlen? Denn das ist eigentlich der Königsweg der Stellenbesetzung in Deutschland. Also die meisten Jobs in Deutschland werden über Mund-zu-Mund-Propaganda vergeben, also über Mitarbeiterempfehlungen. Ne? Also doch wieder der Mensch empfiehlt dem anderen Menschen, dass es ein guter Arbeitgeber ist und nicht so sehr Social Media Auftritt oder öffentliche Skalierungsmethoden. Richtig, das ist halt schon so, wir haben das ja alle jetzt in den letzten Jahrzehnten, sag ich mal, auch gelernt, wie funktioniert Social Media, wie funktioniert PR und so, ne? Was ist auf einer Karriereseite alles Hochglanz möglicherweise und das durchschaut man ja ganz gut. Und wir Menschen funktionieren am besten über Beziehungen, ne? Und über echte Beziehungen. Also ich würde immer empfehlen, einen guten Job als Arbeitgeber machen und dann die Mitarbeiter mit ins Boot holen und denen sagen, hör mal, Jupp, wenn du mir einen empfiehlst und ich stell den ein, bist du nicht dafür verantwortlich, dass der einen Bombenjob macht. Den Druck also den Leuten nehmen. Aber ich bin dir dankbar für den Kontakt, den du herstellst. Könnte man auch incentivieren, wenn man möchte, lohnt sich auch. Genau, aber dass man im Grunde diesen Weg nutzt, die Mitarbeiterempfehlungen, um neues Personal zu gewinnen, funktioniert heute ja auch oft über so Arbeitgeberbewertungsportale. Kununu ist da das bekannteste, ja genau, kennen Sie auch. Richtig, und die Nutzung, sowohl die aktive Nutzung, also dass Leute da Einträge machen, als auch die passive Nutzung, das heißt, bevor ich mich irgendwo bewerbe bei einem Unternehmen, gucke ich erstmal bei Kununu, die steigt wirklich stark an. Also da kommt eigentlich kein Unternehmen drum herum, auch das auf dem Schirm zu haben. Und ich meine jetzt nicht, da unbedingt ein Bezahlprofil zu machen. Ne? Also das hilft gar nicht so viel, weil das ist ja dann auch wieder nur, ich kann da meine PR-Sachen abladen. PR dann, und die Leute gehen ja da drauf, weil sie wissen wollen, was sagt denn meine Peer Group? Was sagen denn die Leute wie du und ich, ne? Über den Arbeitgeber? Also das ist total spannend. Kununu ist ein wichtiger Tipp, glaube ich auch. Das haben auch viele noch nicht so richtig auf dem Schirm. Aber ist ja also auch nur Teil der Frage, dass man die Menschen überzeugen muss. Und dann kriegt man auch gute Bewertungen und dann hören auch andere Menschen im Grunde darauf. Frau Stippler, sehr spannend, finde ich. Jeder, der aus der Branche sich in dem Thema weiterentwickeln will und vielleicht gucken will, dass er selbst sich entwickelt dazu oder Dinge verändert, der kann sich ja an Sie wenden. Sie sind ja sehr öffentlich präsent. Sie machen auch einen tollen Podcast, wenn ich das sagen darf, auch einen Videocast, Kofa auf dem Sofa. Danke. Und wir werden Ihre Daten alles hier unten verlinken dazu. Und ja, wir freuen uns, dass Sie dabei waren bei dem Thema und wie gesagt, melden Sie sich bei uns oder kommentieren Sie, wenn Sie Anmerkungen dazu haben oder Sie besondere Themen zum Thema Fachkräftemangel sehen. Vielen Dank.